Sie ist eine ganz klassische Nachspeise französischer Natur, die Crème Brûlée. Wie einfach sie zuzubereiten ist im Kombidampfgarer, zeige ich euch hier. Gleichzeitig zeige ich euch in diesem Video auch eine Variante, wie ihr sie im Backofen zubereiten könnt. Los geht's! Du benötigst 435 Gramm Sahne, 150 Milliliter Milch, 6 Eigelb, eine großzügige Messerspitze der Bourbon-Vanille oder eine Vanilleschote, 50 Gramm Kristallzucker und dann zum Brüllieren, also zum Abbrennen und Karamellisieren zum Schluss, 50 Gramm in etwa brauner Zucker. Das Ganze ergibt, je nachdem wie groß deine Schälchen sind, 6 bis 8 Schälchen. Als erstes trenne ich die Eier, weil ich benötige für die Crème Brûlée nur das Eigelb. Das Eiklar kann man auch sehr gut für eine andere Süßspeise verwenden, nämlich die Pavlova. Ich habe dir hierzu auch ein Video verlinkt. Von der Sahne benötigen wir 435 Gramm und das wiege ich nun ab. Ich gebe nun alle Zutaten nach und nach dazu und verquirle es. So die Sahne, die 435 Gramm der Sahne, die Milch, den Zucker und eine große Messerspitze von der Bourbon-Vanille. Und nun verquirle ich das einfach mit dem Handrührer. Wichtig ist, dass man es nur ganz kurz verrührt, also keine Luft hineinschlagen. Wir wollen nämlich eine glatte Masse. Das reicht schon. Das war jetzt, keine Ahnung, 10 Sekunden, 20 Sekunden. Einfach, dass sich die Eier mit den anderen Flüssigkeiten verbunden haben. Ich fülle nun die Masse in die Förmchen, je nachdem. Schauen wir, wie viel rauskommen. 6 bis 8, vielleicht sogar 9. Ich mache sie circa zu 3/4 voll. Die Masse geht nicht wirklich auf, sie soll einfach nur stocken. Das Wichtige bei der Crème Brûlée ist, dass sie nicht kocht, sondern nur stockt. Und es gibt eben zwei verschiedene Zubereitungsarten, die ich euch gleich zeigen werde. In dem Fall haben wir 7,5 rausbekommen. Bei Variante 1, wenn du die Crème Brûlée im Backofen zubereiten möchtest, gehst du auf Betriebsarten, wählst Ober- und Unterhitze aus, wählst 150 Grad und stellst die Zeit auf 45 Minuten. Du aktivierst Vorheizen, nimmst den Booster raus, also er soll einfach nur Ober- und Unterhitze aufheizen und wenn der Ofen vorgeheizt ist, schiebst du es rein und dann kommen die nächsten Schritte. Du setzt das Blech auf die unterste Ebene und damit die Creme stockt und nicht gekocht wird und fest wird wie ein Pudding, gibst du noch heißes Wasser dazu. Hierbei sollte die Creme zu 2/3 im Wasser stehen. Das Ganze ist wie ein Wasserbad und bewirkt, dass die Hitze sanft übertragen wird. Bei Variante 2 arbeiten wir im Dampfgarer. Durch den Dampf wird die Hitze direkt übertragen. Das heißt, wir brauchen nicht so eine große Hitze. Wir arbeiten nur mit 90 Grad, 30 Minuten, in denen die Crème Brûlée richtig schön stockt und fest wird. Wenn man möchte, kann man die Schälchen auch mit einer Folie, mit einer hitzebeständigen Folie abdecken oder auch Unterteller darauf tun. Ich persönlich mache das nicht, weil bei dem Gerät hier das Kondensat regelmäßig abgepumpt wird und somit hat man das Problem nicht. Einfach ausprobieren, wie es bei dir ist und entsprechend abdecken oder nicht abdecken. Die Crème Brûlée ist nun fertig, sie ist schön gestockt. Damit man sie schön fest bekommt, gibt man die Crème Brûlée am besten für 4 Stunden in den Kühlschrank. Damit die Crème auch eine Crème Brûlée wird, muss man den Zucker noch verbrennen, also sprich karamellisieren. Ich verwende Rohrzucker und gebe nun eine dünne Schicht auf die Crème drauf und werde danach mit einem Bunsenbrenner das Ganze karamellisieren. Man kann es alternativ auch im Ofen machen mit der Grillfunktion.
Da muss man allerdings aufpassen, dass es nicht verbrennt, also nicht zu sehr verbrennt, sondern nur karamellisiert. Mit dem Bunsenbrenner gehe ich gleichmäßig über den Zucker drüber, damit er schön karamellisiert, ohne zu verbrennen. Et voilà, die Crème brûlée ist fertig.